So, und da bin ich auch schon wieder. Ich begrüße euch zu dieser Folge von Let's Play Medieval 2 Total War. Und ihr kommt gerade richtig, ich wollte gerade die Runde beenden. Was für ein Zufall. Ach, die Mannsjägerin muss ja noch attackiert werden. Die hat hier der Schlag getroffen. War aber auch echt nervig hier. Mann, wie lange wir Heraklion jetzt schon da so halb belagern. Schon enorm. So, ich muss allerdings sagen, um Amerika kümmern wir uns einfach erst, wenn wir... Weiß ich weiß nicht, ich will hier eigentlich erstmal, weißt du, die Timuriden weg, die Mongolen weg, dann können wir die anderen auch noch mit einer normal großen Armee platt machen. Ich will halt einfach nicht, dass es hier dann zu Stress im Osten kommt, weil wir da irgendwie meinen, im Westen groß Neues uns anschauen zu müssen. Die Papststaaten wie gewohnt am Hin- und Herwandern und der Hauptmann Gassatai probiert es tatsächlich. Hier müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Lassen wir nicht von der KI steuern, der kann da eh nichts groß ausmachen. So, wie also fast schon vermutet, probieren sie es jetzt hier zu attackieren. Liebe Freunde, es könnte fast schon eine Entscheidungsschlacht sein für den Vormarsch. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie man bei denen diese Holzpfähle einsetzt. Also Katapulte haben sie schon mal nicht. Schön, für die Mörser gibt es hier, glaube ich, ganz gute Positionen. Ja gut, Orgelkanone und Bombarde, ne? Kann man natürlich nicht so gut benutzen. Aber ist ja eine Zitadelle, heißt, man kann die auch noch hier reinstecken. Und falls sie dann hier noch reinkommen, gibt es dann ordentlich Stress. So. Ist hier die Artilleriefront, würde ich mal sagen. Hier probieren sie ja wahrscheinlich durchs Tor zu kommen. Deswegen schaue ich hier mal, ob wir das ja vielleicht machen können mit den... Mit den... Ach, ihr wisst schon. So, die gepanzerten Schwertkämpfer, die stelle ich, glaube ich, lieber mal hier drauf. Die haben ja, glaube ich, ordentlich Leitern dabei. So ist ja nicht. Tja, auch schon gut aufgestellt. Sehr, sehr viele prekär weit am Rand. Weiß gar nicht, ob das so gut ist. So, wie gesagt, die stehen da erstmal nur so zum Versuch. So, die richtige Verteidigung. Sag ich einfach mal. So nenne ich es mal. So, zack. Zack. Die beiden Mauerverteidiger.
Stelle dich halt da. Quetschen wir dann nachher in die Ecke. Und der hier und der hier kommen dann noch als möglicher. Dann stelle ich ihn da lieber noch drauf. Wer weiß, was da noch so passiert. Damit hätten wir dann mit denen hier minus dem hier. So, wo stehst du? Du stehst da. Kannst du stehen? Sollst du aber nicht. Tun wir lieber auch nochmal nach hier als Verstärkung. Als mögliche. Falls da oben doch noch zu Stress kommen sollte. Ich denke mal, dann können wir die Schlacht starten. So, wie machen wir es denn jetzt mit den Spitzpfählen? Ich dachte, du hättest Spitzpfähle. Haben sie anscheinend doch nicht. Stellen wir die lieber mal nach hier oben. Also immerhin die zwei Türme da können schießen. Und das sogar ganz ordentlich. Da sehen wir schon den einen oder anderen mongolischen Bogenschützen. Natürlich alle die mongolischen Bogenschützen anzugreifen. So, die mongolische Infanterie scheint hier einen Angriff zu planen. Allerdings relativ weit seitlich. Aber auf jeden Fall beobachten. Auge offen halten. Die hier doch gerade mal hin, um da Schlimmeres zu verhindern. Hey, ihr sollt verdammt nochmal dahin. Chabo, Chabo, Heide, Heide. Also Mörser sind wirklich das. Also das. Die Reiter des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Verteidigungswerkzeug schlechthin. So, jetzt kommt es hier natürlich zu richtigen Kämpfen. Das war natürlich so nicht geplant. Jetzt hier passiert. Hark! Wohin laufen die denn? Dahin sollt ihr, verdammt. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ist aber sehr optimistisch. Da besiegen wir aktuell die mongolische Infanterie. Unsere Männer werden angegriffen. Was ist das denn für ein Statement? Was dachtest du denn, wozu die hier sind? Um hier gemütliche Kaffeeklatsch zu machen oder was? Warum seid ihr denn so komisch positioniert? Einfach los hier auf die mongolische Infanterie drauf. Der feindliche Belagerungsturm hat unsere Mauern erreicht. Möge Gott unsere Schwerter scharf halten. Okay. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. Stellt euch hier doch verdammt nochmal alle drauf. Wo ist denn? Wo
Wo ist denn das verdammte Problem? Tut's doch einfach. Wollen wohl einfach nicht. So, was feuert ihr denn auf die? Das ist völlig behämmert. Die schweren mongolischen Lanzenreiter, die sollte man mal wissen. Achtung! Der Feind rammt die Tore ein! Ah, das hat jetzt aber... Allerdings Gott sei Dank schon ziemlich lange gebraucht, dass er soweit war, das versuchen zu können. So, sehr gut. Auch hier konnten wir die Mauern also verteidigen. Die Mörser tun derweil ihr Übriges. Weiß es allerdings nicht mehr schaffen, den Rambock zu besiegen. Okay. Der Rambock des Feindes hat unsere Tore durchbrochen. Okay. Jetzt heißt es hier möglichst direkt reinfeuern. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen etwas unternehmen. So, die schlagen hier extrem starke Breschen rein. Ich glaube, die Mörser schalten wir dann am besten auch schon aus. So, die mongolischen Lanzen. Das ist jetzt wirklich das reinste Kuddelmuddel. Unsere Männer werden angegriffen. Okay, also etwas unternehmen. 50% der Feinde sind tot. Dann bringen wir jetzt auch die restlichen noch in die Schlacht, abgesehen vom General. Unsere Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Wir probieren da jetzt ein bisschen stärker reinzuflügen. Unsere Männer haben den sarazenischen General erschlagen. Sehr gut. Jetzt müssen wir seine Männer zurück in die Wüste treiben. Ganz recht, ganz recht. Leicht rassistisch, aber recht hat er. Ist das mal möglichst hier mit dem Feuern? Nicht, dass das eine gute Idee ist noch. So, jetzt dürft ihr gleich eine Massen
Massenflucht beginnen. Die Armeen sind immer so groß, dass es hier zum allgemein als Monster-Lag bekannten Phänomen kommt. Jetzt müssen wir natürlich noch probieren, möglichst viele daran zu hindern, nochmal zurückzukommen. Ich muss sagen, es ist sogar schon eine ziemliche Leistung, dass wir überhaupt die abwehren konnten. Dann ging das Ganze auch noch relativ dominant vonstatten. Also an erfolgreicher Gegenwehr gab es da eigentlich nichts. Das ist ein klarer. So, hui. Also die mongolische Armee hier ganz schön zerrissen. Nur noch 31 Mann über. Überraschend wenig Erfahrung nur hinzugewonnen, aber immerhin ein bisschen. Und liebe Freunde, nach dieser wichtigen Schlacht beende ich diese Folge. Bis zur nächsten. Tschüss.